Hi, Barbecue aus Rheinhessen, heute mit freundlicher Unterstützung vom Räucherpeter. Und ja, Klaus ist nicht einfach so da, sondern du hast uns ein Rezept mitgebracht. Ja, Was? ich habe Um ein was Rezept geht es? mitgebracht. Wir wollen heute mal Fische räuchern. So sieht's aus. Forellen räuchern. Und Ja. zwar mit einer selbstgemachten Gewürzmischung. Selber gemacht. Und wie wir diese, oder wie Klaus vielmehr, diese absolut fantastischen Forellen macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß Viel dabei! Spaß. So, heute geht's ans Forellenräuchern. Der Räucherpeter ist da. Du hast ein Rezept mitgebracht und was sind die Zutaten, die wir brauchen? Ja, das ist ganz einfach. Wir haben das mal zusammengestellt pro Fisch. Also wir werden das nachher erhöhen. Das geht jetzt pro Fisch, ist ein halber Teelöffel weißen Pfeffer, anderthalb Teelöffel Maldon. Das sieht jetzt viel aus, aber wenn wir das gleich klein mahlen, dann ist das nur noch viel weniger. Das ist Vollzucker. Das ist geriebene Zitronenschalen sind das, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und mediterran von Jörn zwei Löffel. Oh, das ist ja wunderbar. Gut, da haben wir eben Forellen. Acht schöne Stücke, die haben gestern noch gelebt. Das heißt also, das Ganze an den Gewürzen, ich schreibe euch das unten in die Infobox rein, müsst ihr dementsprechend pro Fisch hochskalieren. Und dann wollen wir natürlich räuchern und haben hier noch ein paar Buchenchips. Das sind alle Sachen, die wir brauchen. So, hier sind die Gewürze, jetzt ein bisschen hochskaliert. Und was haben wir denn da? Ja, jetzt machen wir die ganzen Gewürze ein bisschen klein, weil das feiner einfach, wir brechen hier auf diese Wacholderbeeren und diese Lorbeerblätter. Und dann machen wir einfach alles mit rein, brechen alles noch mal ein bisschen auf. Das Salz, das soll ja kleiner werden. Das Maldon ist ja ziemlich grobkörnig. Das machen wir einfach ein bisschen fein im Mixerchen. Alles klein gemörsert jetzt oder klein gemixert. So, und dann sieht das dann so aus, ganz fein. Und auch der Duft. So sieht das Ganze dann fertig aus. Gewürzmischung für die Forellen. Check. So, da liegen sie jetzt also, unsere Kandidaten. Acht wunderschöne Forellen. Und die werden jetzt gewürzt. Wir würzen die jetzt mit dem, was wir vorbereitet haben. In unserem Gewürz, ich habe das in Spender gemacht, dass es viel einfacher zu machen ist. Dass wir nichts verschwenden. Da könnten wir auch eine GM-Form nehmen. Aber wir zeigen euch das jetzt mal. Wir gehen hier in die Bauchlappen rein und würzen schön innen drinnen großzügig. Weil durch die Lederhaut geht nicht so viel durch. Und wir holen den Geschmack praktisch von innen. Würzen jede Forelle so schön ein. Überall schön dran ist, und das machen wir mit allen und vakuumieren sie dann ein, lassen sie mindestens 12 Stunden bis 14 Stunden im Kühlschrank unter Vakuum marinieren. So, der nächste Tag ist da. Hier sind unsere Forellen. Und wie geht's jetzt weiter, Klaus? Ja, sie sind jetzt fertig mariniert und wir packen sie aus, waschen sie ganz einfach ein bisschen ab Wir haben unten eine in dem Wasserwanne Wasser. stehen. Wir schneiden einfach den Beutel auf und ziehen sie einfach da rein. Jetzt dürfen die tatsächlich noch ein zweites Mal schwimmen. Da geht es jetzt einfach nur darum, dass die Marinade abgewaschen wird, dass die oder? Marinade abgeht und dabei, wenn die während dem Marinieren, hat der Fisch durch das Salz und die Gewürze, hat der Fisch einfach den Schleim noch mal rausgesetzt, den er praktisch innen hatte. Das merkt man auch jetzt beim Abwaschen. Die ganze Struktur von dem Fisch ist ganz glatt. Man spürt überhaupt keinen Schleim mehr. Der ist durch dieses Marinieren praktisch verschwunden. Man sieht das auch jetzt hier ganz schön. Hier sieht man auch noch, wie frisch die waren, die Augen, wie die sauber sind. Wir machen das einfach schön mit jedem. So, jetzt haben wir die schön sauber. Jetzt tun wir jeden einzelnen einfach ein bisschen trocken machen. Gucken, dass wir überall alles raus haben. Vielleicht nochmal durchwischen. Einfach so. So, wir haben jetzt unsere Fische schön sauber gewaschen. Jetzt gehen wir her und machen den Haken dran. Und das sind Haken von der Firma Borniak. Die haben eine Besonderheit, das zeige ich euch gleich. Die halten hier die Bauchlappen etwas auf, dass wir da einen Rauch reinkriegen. So, und dann hängen wir die schön rein. Da hängen schon ein paar Kameraden. So.
So, und jetzt ist es wichtig, dass wir einfach die Fische schön trocknen. Und dazu gibt es eine Besonderheit bei dem Gerät. Da sagt euch der Jörn gleich was zu. So, jetzt geht es also darum, dass wir die Fische trocknen. Und die Fische trocknet man erstmal ohne den Rauch. Das heißt, wir nehmen hier unseren Heißrauchgenerator raus. Und dann gibt es hier so ein Gebläse, das man hier unten reinsetzen kann. Das Ganze wird dann eben per Strom angeschlossen. Und dann pumpt das also jetzt dementsprechend Luft in unseren Räucherschrank rein. Jetzt schalte ich das Gerät ein und wir stellen eine Temperatur ein von 25 Grad, dass wir einfach eine gewisse Grundwärme da bekommen. Oben das Deckelventil ist offen, stelle ich gerade die Temperatur ein. So, 25 Grad sind eingestellt und jetzt machen wir für 20 Minuten die Tür zu, dass unsere Fische trocknen können bei 25 Grad. So, 20 Minuten sind rum. Schau mal eben, Temperatur 27 Grad. Dann machen wir mal auf. Hallo. Ja, geräuchert ist da natürlich jetzt noch nichts. Wie sieht das aus, Klaus? Sind die bereit? Wir packen die mal an. Die sind ganz trocken. Also hervorragend, hat das funktioniert mit dem Trocknen. Sehr gut. Da bin ich zufrieden mit. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Rauch. Dann machen wir jetzt hier das Gerät ab. Ziehen das ab. Genau, da kommt einfach der Lüfter raus und die Heißräuchereinheit rein. Die Einheit hier rein, die wird hier oben eingehängt. Und das ist schon der ganze Zauber. Dann haben wir jetzt hier das Sägemehl. Dann kann man hier den Deckel abmachen. Ganz einfach einfüllen. So viel werden wir ungefähr brauchen. Man kann hier nochmal nachschütten. Gut. Deckel zu. Deckel zu. Und dann schalten wir unten ein. Schalten wir den ein. Und jetzt fängt eben diese Schnecke, die da unten drin ist, fängt jetzt an eben zu arbeiten. Die Späne vorzuholen und eine Glühspule sorgt dann dafür, dass Rauch entsteht. Jetzt brauchen wir noch Temperatur, richtig? Ja, jetzt brauchen wir 100 Grad. 100 Grad. Aber nur kurz. Ja, aber nur kurz, aber nichtsdestotrotz müssen wir es ja mal einstellen. So, 100 Grad sind eingestellt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Tür zu, oder? Sonst machen wir die Tür zu. Wird das mit 100 Grad nichts. Mach's gut, ihr Forellen. Ab geht's. So, weißer Rauch steigt auf. Temperatur im Momentan 88 Grad und nur noch leicht steigend. Er tastet sich also vorsichtig an die 100 Grad ran. Soweit alles wunderbar. So, inzwischen 95, 94 Grad. Jetzt geht's noch hier oben um die Steuerung. Ja, man sieht den schönen Rauch rauskommen hier. Und hier oben ist eine Klappe. Die haben wir zu einem Drittel geöffnet. Also das soll ein bisschen zurückstauen, aber trotzdem soll der Rauch vorbeigehen und neuen Rauch an die Fische dran lassen. Und das ist das Prinzip grundsätzlich immer ein bisschen auf, dass kein Rückstau entsteht, aber trotzdem was rauskommt. So, gute 45 Minuten sind rum. Wir machen mal auf und schauen mal, was der... Hallo! Wollen wir mal schauen, dass die Kamera das... Oh ja! So, dann testen wir mal einen. Den nehmen wir mal raus. Und gucken hier, ob die Rückenflosse sich gut rauszieht. Top. Oh ja. So soll es sein. Farbe ist auch großartig. Farbe ist gut. Schön goldgelb, nicht zu dunkel. Sehr schön. Dann lassen wir jetzt den Schrank einfach offen und lassen sie noch ein bisschen hängen. Oder genau, was? Lassen sie einfach ein bisschen kühler werden, dass jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt und dann nehmen wir mal einen auseinander. Da bin ich gespannt. So, dann holen wir mal einen raus. Gucken uns den mal an. Und den Haken mal raus. Prima Sache mit dem Haken. Ich finde es gar nicht schlecht, dass er das aufstellt hier. So, machen wir einmal Kopf ab. Dann gehen wir ein Messer hinten rein. Schneiden uns das auf an der Gräte entlang. Dann gucken wir mal hier rein, dass wir diese Gräten hier vorne ein bisschen am Balken lassen beim Abmachen. Hier haben wir es gut hingekriegt. Hier. Das sieht gut aus. Hier den kompletten Grätenbalken lassen. Sehr gut. Und hier machen wir das gleiche. Gehen hier schön rein, dass die ganzen kleinen Gräten alle dran bleiben. Sieht super aus. Super saftig. Und wie nass das ist, das ist hervorragend. Ja, dann folgt natürlich jetzt der Geschmackstest, würde ich sagen.
Der löst sich hervorragend von der Haut, ne? Dann kannst du einfach so runternehmen. Ja, so haben wir hier das Filet, das nicht eine feine Sache ist. So, und hier haben wir jetzt also ein Stück von dieser fantastischen Forelle. Und Leute, ihr wisst, ich bin kein großer Fischliebhaber, aber ich hatte schon mal das große Vergnügen, die bei dir zu probieren. Ja, und hast doch gemacht. Ja, absolut. Nein, es ist wirklich großartig und das überprüfen wir jetzt nochmal, ob geprüft. Das wiederholbar ist. Zum Wohl. Boah. Ist saftig, ja? Ja. Mega saftig. Und auch vom Geschmack her. Der Geschmack ist richtig fein. Nicht penetrant irgendwas, sondern wirklich leicht geräuchert. Und kein nicht zu viel Salz, nichts. Also ist top. Nee. Ich finde es top. Es ist ein Mega-Rezept zum Fischeräuchern. Und ja, das solltet ihr gerne nachmachen. Probiert es einfach mal aus. Jetzt, die Zeit kommt jetzt sozusagen. Ja, ne? Klar. Kann man jederzeit machen. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Klaus, vielen lieben Dank, dass du da bist und dass du das Rezept mit uns geteilt hast. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, da oben habt ihr die Möglichkeit, das sehr gerne zu ändern. Würde mich sehr freuen. Genauso freue ich mich über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Und jo. Der Räucherpeter. Jo, war schön. Macht's gut. Ciao.